Was gibt's von den Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und heute geht es um ein paar Themen und dieser Vlog dient eigentlich so dazu, um euch auf den neuesten Stand so zu halten, was gerade so abgeht. Und mein Handy vibriert gerade, bitte sei leise. Und zwar kommt, für die Leute, die es nicht wissen, am Dienstag kommt Call of Duty Ghosts raus. Und es ist natürlich eine riesengroße, sage ich mal, Premiere, würde ich sagen, weil Call of Duty Ghosts ist für mich so ein Spiel, worauf ich mich über 5 Monate freue schon, ne? Ich freue mich eigentlich schon immer auf die nächste Call of Duty, ich weiß nicht wieso, aber Call of Duty kommt ja jedes Jahr raus, Neues, und irgendwie ist es immer so ein spezieller Tag für mich. Es ist quasi besser als Weihnachten für mich. Und deswegen freue ich mich extrem auf das Spiel und da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel kommen, so. Zum Beispiel zum Snickers Ice Master wird da kommen, das ist also dasselbe wie Road to Commander. Ich werde von Level 0 bis Level, ich weiß nicht wie viele Level es da gibt, ich glaube so 50, 55, so weiß ich jetzt gar nicht genau. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir sagen. Auf jeden Fall werde ich das bis zum Ende spielen. Und da wird nicht nur Road to Commander kommen, da wird auf jeden Fall auch noch, werden auch noch andere Sachen kommen. Und Livestreams werden viele kommen zu Call of Duty Ghosts. Also da wird auf jeden Fall richtig viel kommen. Weil ich freue mich auf dieses Spiel wirklich sehr und ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Call of Duty Freak und deswegen kann man sich das ja schon mal gönnen oder beziehungsweise ihr, ne, weil da kommen halt viele Sachen hoch. Also wie gesagt, zu Call of Duty Ghosts, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen, ab dem 5. Oktober geht's auf meinem Kanal los, also macht euch schon mal drauf bereit, ich freue mich wirklich extrem und was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Dann nächstes Thema, und zwar geht es um Battlefield 4. Nun habe ich Battlefield 4 bekommen und das Spiel ist ja auch ziemlich geil. Ich meine, es macht ziemlich Spaß, es ist actionreich, das was ich von einem Spiel erwarte. Aber aus irgendeinem Grund, ich schätze mal, das ist einfach Geschmackssache, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber macht mir Battlefield 4 jetzt nicht so viel Spaß wie Call of Duty. Es ist geil, wenn man es ab und zu mal zockt. Aber bei mir, ich glaube, das was mir dieses Spiel nicht so ganz spaßig macht, ist einfach, dass die Grafik irgendwie zu gut ist. Das ist zwar ein bisschen komisches Argument, weil eine Grafik, je besser sie ist, desto besser ist es eigentlich. Aber mir zählt wirklich nur das Gameplay. Und ich mag es ein bisschen mehr, wenn es so ein bisschen unechter ist, obwohl ich sagen muss, dass Call of Duty immer mehr zum Echten tendiert, jetzt irgendwie so ein bisschen mit diesem Sliden und mit diesem übelsten Effekt, wenn ihr über Sachen springt, dann hält ihr dich ja wirklich da fest und springt rüber. Also es tendiert auch immer mehr zum Echten, so zum Real-Life-Krieg. Allerdings stehe ich da nicht so drauf und ich denke, Call of Duty ist da noch knapp an der Grenze, so wo ich so sage, okay, das ist noch vollkommen in Ordnung. Ich weiß, es klingt ziemlich komisch, aber ich schätze mal, das ist einfach nur Geschmackssache. Es gibt Leute, die finden Battlefield besser, es gibt Leute, die finden Call of Duty besser. Ich finde beides gut, aber ich bin doch eher so der Call of Duty-Typ. Also für die Leute, die jetzt wissen wollen, ja, kommt mehr Battlefield 4, kommt nicht mehr Battlefield 4. Also es wird auf jeden Fall nochmal Battlefield 4 kommen, jetzt aber nicht im überwiegenden Anteil wie zum Beispiel Call of Duty. So, dann kommen wir zu meinen Real-Life-Videos und zwar, ich habe gesehen, ihr feiert meine Real-Life-Videos extrem ab, was ich natürlich übel geil finde, so. Wenn man etwas abfeiert, was mir auch Spaß macht. Auf jeden Fall Real-Life-Videos werden auf jeden Fall auch noch kommen. So Vlogs und normale Real-Life-Videos. Vlogs sind dazu da, um euch auf den neuesten Stand zu halten. Und Real-Life-Videos dienen eigentlich lediglich nur zur Unterhaltung. Und davon wird auf jeden Fall auch noch viel kommen. Jetzt auch nicht überwiegend, aber schon ein paar Mal. Also wieso eigentlich nicht? Ich meine, ich habe hier eine Kamera, da kann man auf jeden Fall mal was daraus machen. Aber jetzt mal abgesehen von allen will ich auch noch ganz andere Spiele zeigen. Und zwar nicht nur Call of Duty und die ganzen Sachen, die ich immer mache, sondern ab und zu kommt auch dann Trials. Jetzt zwar nicht immer so, aber doch ab und zu schon, auf jeden Fall, wieso oder nicht. Ich meine, ich brauche einfach dieses bisschen Abwechslung, das ist mir sehr, sehr wichtig und das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass ich auch mal andere Sachen hochlade, zum Beispiel so Trials Evolution mit dem Giorgio oder anderen Freunden und davon wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Boah, ich gucke dazu raus, ne, und es ist übel kalt draußen, ich weiß nicht, was los ist, aber ich finde einfach, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Vor 5 Monaten warte ich hier noch, zocke Black Ops 2 und da überlegen wir so, Alter, wenn Ghost rauskommt, das wird so geil, aber das dauert doch so lange. Und jetzt kommt es schon Dienstag raus und jetzt ist auch schon wieder bald Winter und Weihnachten und 2013 ist schon wieder fast vorbei. Es ist einfach übel krass, wie schnell die Zeit vergeht und manchmal kann man das gar nicht glauben. Ah ja, was ich noch sagen wollte, fast vergessen. Call of Duty Ghosts im Singleplayer. Spielt im Weltraum und ich muss sagen, ich weiß nicht, wer meine Videos kennt, aber ihr kennt wahrscheinlich meine Videos und ich habe mal erwähnt, dass ich mich übel für den Weltraum interessiere. Und Call of Duty Ghosts Singleplayer spielt im Weltraum und es sieht einfach für mich so interessant aus, dass ich mir sogar überlege, den Singleplayer durchzulet's playen. Weil es einfach im Weltraum spielt, das ist eigentlich der einzige Grund, aber ich werde so machen, dass ich einfach den ersten Part hochladen werde, also der geht dann irgendwie so 30 Minuten oder so und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ich mehr davon machen soll oder nicht. Dann noch eine Sache, und zwar will ich den Call of Duty Ghosts, mein erstes Spiel, hochladen. Wo wollt ihr das erste Spiel sehen? Wollt ihr das auf der Xbox haben oder wollt ihr das auf dem PC haben? Kurz mal vorweg, ich werde auf jeden Fall das Spiel auf allen Konsolen haben, außer auf der PS3, aber auf der PS4, Xbox One, PC und Xbox 360 werde ich das Spiel auf jeden Fall haben und da wird auf jeden Fall viel davon kommen, also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf gefasst machen und drauf freuen, dass da auf jeden Fall was kommen wird. Und ganz genau, ihr könnt mir einfach sagen, wo ihr das erste Spiel sehen wollt. Und dann mache ich das. Dann, oh, es gibt so viel zu erzählen irgendwie, das fällt mir die ganze Zeit ein, keine Ahnung, was los ist, Alter. Aber es gibt auf jeden Fall einen Nicht-Zombie-Modus, sondern einen Alien-Modus. What the fuck, Alter? Ein Alien-Modus und ich weiß nicht, ob der so wird wie der Zombie-Modus, ob er auch so abgefahren wird. Aber ich muss sagen, wie heißen die Entwickler von Black Ops? Treyarch. Ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nichts, könnt ihr mich ja korrigieren. Auf jeden Fall, die produzieren immer den richtig geilen Zombie-Modus. Ja, der macht übel Spaß. Ich weiß nicht, wie es mit Infinity Ward aussieht. Ob die auch so einen geilen Modus erstellen können. Aber auf jeden Fall kommt der Zombie-Modus raus. Nee, der Alien-Modus, wo ihr Alien töten müsst. Und davon wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und jetzt mal abgesehen vom ganzen YouTube-Zeug und sowas. Und zwar, ich will morgen ins Kino gehen. Ich weiß aber nicht, welchen Film ich gucken werde. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich gehe mit einer Freundin hin und ja, für die Leute, die sich immer beschweren, so, es gibt ja auch Leute, die sagen so, oh Danny, du hast so viele Mädels, du bist so ein Arschloch. Ich bin kein Arschloch. Ich glaube, ihr kennt zum Beispiel, ich sag immer so, wenn ihr jünger seid, dann müsst ihr euch auf jeden Fall austoben, weil es ist bei mir so, zum Beispiel, ich habe ein paar Freunde und die warten anscheinend auf ihre Liebe, bis die kommt und haben noch nie Mädel angefasst. Die warten einfach nur drauf, bis sie das richtige Mädel finden. Dagegen sage ich ja auch nichts, aber meiner Meinung nach, wenn man sich nicht als junger Mensch austobt, dann tobt man sich irgendwann anders aus und dann ist man schon verheiratet. Und das ist der ungünstigste Zeitpunkt, den es gibt. Tobt euch aus, solange ihr jung seid, und für Beziehungen und sowas, da habt ihr noch lange Zeit zu, also da müsst ihr euch keinen Stress machen. Und so mache ich das. Wenn ich mich als junges Kind austobe, ich bin erst 18, jetzt nicht so jung, aber jetzt auch nicht so alt, dann bin ich dafür später treu, also das ist einfach so. Wie gesagt, ich gucke morgen mit einem Mädel einen Kinofilm und ich weiß nicht wirklich, welchen Kinofilm ich gucken soll. Also vielleicht könnt ihr mir auch einen empfehlen, sagt mir einfach, was ihr so davon hält. Ich mag es, zum Kino zu gehen, ich gehe ziemlich oft zum Kino, ich wohne ja in Hannover und da gibt es 2 Kinos, die richtig riesig sind, die heißen Cinemax, solltet ihr alle kennen. Und da gehe ich ab und zu mal hin, so ein bisschen chillen, ein paar Filme gucken. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit einer Ex von mir Titanic gucken musste. Und dieser Film, ich finde den übel langweilig, ne? Und das Einzige, man sagt ja nicht Einzigste, was da erneuert wurde, ist, dass es 3D ist. Und Titanic war so langweilig, ich bin sowas von eingeschlafen, also sowas tue ich mir nicht mehr an. Und ich weiß nicht, ich finde 3D-Filme sowieso jetzt nicht so atemberauschend. Also, ich finde es zwar okay, aber jetzt nicht so toll. Alles klar, ich würde dann sagen, dass dieser Vlog erstmal beendet wird. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von solchen Vlogs sehen wollt. Und um mich zu unterstützen, vielen Dank dafür. Und schreibt in die Kommentare und ja, über was wir alles gesprochen haben gerade. Und abonniert meinen Kanal für besseren Sex. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1, ciao!